vom Baukonzern Goldbeck. Goldbeck ist Industrieland mittlerweile circa 7.000 Mitarbeiter, der Umsatz 4 Milliarden im Jahr 2020. Jan-Henrik, korrigiere mich, wenn die Zahlen schon wieder zu niedrig sind. Für Paul und mich ist es ganz besonders, Jan-Henrik heute dabei zu haben. Wir haben ihn das erste Mal kennengelernt, 2017 im Januar auf der Bau, damals noch live. Heute jetzt hier wieder in der Videokonferenz und zwischendurch natürlich auch immer wieder. Und wir haben Goldbeck nicht nur als Kunde bei uns kennengelernt, sondern eben auch über die Zeit Goldbeck eng am Markt mit begleitet. Für uns ist Goldbeck zusammengefasst so das schnellste wachsende Startup in Deutschland, beziehungsweise in der Bauindustrie generell. Warum das so ist, werden wir gleich sicherlich merken in einigen Antworten, die Jan-Henrik uns auf verschiedene Fragen geben wird. Und deswegen sind wir total gespannt auf die nächsten 40 Minuten mit dir. Ja, schön, dass Cool. ich dabei sein darf. Ja, Menge passiert im letzten halben Jahr. Ich weiß noch, letztes Mal hattest du am Anfang gesagt, du kamst gerade aus einem Gespräch mit einem amerikanischen Autokonzern, worüber du noch nicht reden darfst. Mittlerweile haben wir, glaube ich, alle davon erfahren. Und ja, freuen uns sehr, dass du wieder dabei bist. Genau, Paul, ich würde sagen, dann start du auch gerne direkt schon mal mit den ersten Fragen, oder? Genau, wir haben uns gedacht, wir fangen heute gleich mal auf ganz hoher Flughöhe an. Und wie Leo das gesagt hat, ich kann das nur unterschreiben und wirklich mit vielen, könnte es mit vielen Beispielen unterfüttern. Wie ihr uns immer wieder überrascht mit der Innovativität oder Innovationskraft. Ich weiß noch einmal, weil ich glaube, das war in Augsburg, hatten wir einen Termin mit einem Kollegen von dir, wo ihr einfach gesagt habt, wir brauchen hier ein Projekt für den Kunden. Da bauen wir doch einfach noch ein Stockwerk oben drauf und machen das zu unserer Niederlassung in der Region. Das ist immer diese Kreativität und Lösungsansätze, die wir wirklich wahnsinnig spannend finden. Und wie Leo schon gemeint hat, wir sehen wirklich keinen innovativeres und schneller wachsendes Bauunternehmen auf der Größe. Und die erste Frage ist wirklich, wenn du es zusammenfassen könntest, was ist euer Geheimnis? Ja, Und wie? erstmal vielen Dank für die Blumen sozusagen. Ja, was ist das Geheimnis? Also unseren Leuten sage ich immer so, es gibt schon diese Momente, wo ich dann morgens aufwache und mich quasi erstmal kneifen muss und sagen muss, so ist das jetzt wirklich so geworden? So sind wir wirklich in diese Größenordnung gewachsen, weil es war niemals unsere Absicht, ja. Das ist vielleicht ein Bestandteil des Erfolgsrezepts. Der coole Management-Coach wird dir wahrscheinlich sagen, es ist total wichtig, dass man voll die Tangible Goals hat und so weiter und dann sich darauf hinarbeitet. Ich sage, das ist alles Blödsinn, weil, also ich bin bewusst gerne mal so ein bisschen flapsiger hier. Ist, glaube ich, fürs Zuhören vielleicht ein bisschen leichter. Ja, ich hoffe, niemand fühlt sich auf den Schlips getreten. Ist alles Blödsinn, weil im Grunde genommen gibt es ja zwei Rezeptzutaten. Zutat Nummer eins ist ein cooles Geschäftsmodell. Also sich überlegen, was kann ich denn besser als der Wettbewerb? Was sind die technologischen Strömungen, auf die ich horchen muss? Wie muss ich mich dahin ausrichten, dass ich von ihnen in der eigenen Branche, aber branchenübergreifend hinaus vielleicht Best Practice darauf ausrichten kann, die monetarisieren kann? Also ein solides Geschäftsmodell, ein zukunftsorientiertes Geschäftsmodell mit dem beständigen, ja, Willen, sich im positiven Sinne in die Technologierichtung weiterzuentwickeln. Das ist das eine. Und die zweite Zutat ist einfach, ja, der Amerikaner würde sagen, so treating your stakeholders rightly, ja. Yeah? Also sei nett zu den Leuten, mit denen du umgehst, sei fair, sei geradeaus. Der Umgang mit deinen Stakeholdern, das halte ich für maßgeblich relevant. Das ist sicherlich zunächst mal der Kunde, so die Daseinsberechtigung als solches. Dann ist es in jedem Fall der Mitarbeiter, also eine Grundsatzintention unsererseits ist unser Unternehmen als A-Punkt-Punkt-Punkt freie Zone zu haben. Ne? Also gute Leute gut behandeln, Perspektiven aufzeigen, Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Ich glaube, das ist extrem wichtig für die Unternehmenskultur. Viel Verantwortung delegieren, also
sprich Verantwortung abgeben, den Leuten vertrauen, weil man sollte ja schon den Anspruch haben, sein Unternehmen nicht primär aus Hohlblinzen zu pflegen, sondern der Anspruch muss ja sein, coole Leute bei sich dazu haben, die selber in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen treffen, Unternehmergeist in einem Unternehmen weiterhin ermutigen. Dann Stakeholder ist sicherlich auch der Partnerunternehmer. Ich finde, in unserer Branche sollten wir mal dieses Wording auch rephrasieren. Also Subunternehmer, finde ich, hat so immer so eine Sklave-Herrscher-Beziehungsintonation damit drin, die ich gar nicht mag, weil man macht ja zusammen das Projekt. Man realisiert es zusammen und alle Beteiligten müssen sich darin wohlfühlen, müssen Top-Leistung bringen. Und idealerweise dann repetitiv im Kontext von weiteren Projekten, weil dann verringere ich Transaktionskosten auf beiden Seiten und werde einfach effizienter. Das ist für Zeit, für Kohle, für Emotionen eine ganz wichtige Sache, dass man gute, stabile Partnerschaften hat. Und last but not least, wie verorte ich mich in der Gesellschaft? Denn die Gesellschaft hat uns in den letzten 75 Jahren quasi eine sehr stabile Nachkriegswerteordnung mit auf den Weg gegeben, in der wir unser Europa formen konnten. Und das ist die Basis für alle wirtschaftlichen Erfolge, die Unternehmen in Europa haben. Und da muss ich auch drauf zurückzahlen. Das ist prinzipiell sinnhaft, wenn man das über Steuern macht, aber es ist natürlich auch sinnhaft, wenn man da zusätzlich noch was macht, soziale Verantwortung übernimmt und sich auch in diesem derzeit etwas gequälten Wort Purpose versucht zu definieren, was denn eigentlich meine Daseinsberechtigung oder was trage ich außer Arbeitsplätze und Steuern, was ja in sich selber schon gut ist, aber was kann ich zusätzlich noch zu unseren gesellschaftlichen Aufgaben beitragen? Und damit hat man eigentlich diese beiden Hauptzutaten, sich selber in seiner Unternehmenskultur, in seinem Unternehmenshabitus ordentlich aufgestellt zu haben im Umgang mit den Beteiligten. Und auf der anderen Seite eben ein sehr valides, durchdachtes, zukunftsorientiertes Geschäftsmodell. Und deswegen, wenn man das tut und dann, sagte ich gerade eben an einer Stelle, die Leute auch ermuntert, selber unternehmerisch in einem Unternehmen zu denken, dann kommt diese Geschwindigkeit und idealerweise hat man dann, auch wenn man alles richtig gemacht hat, eine Überrendite über den Markt, die dann wiederum Resilienz und Stabilität auch in eventuell jetzt unruhigen Zeiten dann entsprechend gibt. Super, super spannend. Leo, ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Ansonsten wird die Session ja auch aufgenommen und wir gucken uns das nachher nochmal an, aber da können wir uns sicher die ein oder andere der Tipps abschauen. Es gab gerade eine Zwischenfrage. Ich weiß nicht, ob das für dich in Ordnung ist. Sollen wir auf die eingehen oder wäre es dir lieber, wenn wir die am Ende nehmen? Es passt, glaube ich, ganz gut. Ja. Jemand fragt, was unterscheidet dann das Geschäftsmodell Goldbeck konkret von dem der Wettbewerber? Ja, ich sage das nur, weil das sich marketingtechnisch so gut anhört. Nein, wir sind 1969, gegründet worden mit der Grundidee zu sagen, ich möchte eigentlich dieses extrem individualisierte, einzelprojektabhängige, sequentielle, archaische Bausystem anders formulieren. Ich möchte eben Elemente des Gebäudes vorfertigen können, in industrieller Umgebung, automatisiert, sodass ich es weniger abhängig von projektindividuellen Einflüssen wetterbedingt oder situativ bedingt mache, sodass ich eben höhere Wertschöpfung in eine industrielle Fertigungsumgebung hole. Damit bin ich automatisch, wenn ich das tue, das ist jetzt aber eine Zeit, die hat schon bei uns auch 20 Jahre lang gedauert, wenn man nicht das konsequent zu Ende bedenkt, dann heißt es automatisch, wenn ich dann wesentliche Bestandteile eines Gebäudes industriell vorfertigen möchte, dann brauche ich gewisse Wiederholeffekte. Wenn ich die haben möchte, dann brauche ich eine Systemik. Dann bin ich automatisch ein Anbieter von Systembau. Der hatte früher noch einen gewissen Dünkel im Sinne von, das können ja nur Bananenkisten bei rauskommen. Heutzutage ist das, glaube ich, architektonisch in verschiedenster Weise individuell interpretierbar und auch durchaus sehr, sehr ansehnlich. Wenn ich ein System habe, ein Tragsystem, dann heißt es automatisch, dass ich eben eine Vorstellung habe, wie das Gebäude auszusehen hat. Jetzt nimmt man sich aber den klassischen Zustand des Bauens, den archaischen nenne ich es mal. Da kommen erst die schlauen Leute, nämlich irgendwie Architekten und Ingenieurbüros in den verschiedenen Disziplinen, die dann sequenziell über einen längeren Prozess sich immer wieder ihre Arbeitspakete zuschustern, weitergeben und dann nachher 20 Ordner Ausschreibung fertiggestellt haben. Die ist dann mehr oder minder auf den Punkt gebracht.
dann kommt ein Cut, dann kommt eben der klassische Pitch, die Ausschreibung. Und dann sucht man sich entweder sequenziell verschiedene Baumuckel oder einen Generalbaumuckel, der das dann nachbauen muss. Und der sagt als erstes mal, Moment, ihr schlauen Leute, so dumm bin ich auch nicht. Und ich zeige euch als erstes mal auf, wo ihr was nicht richtig geplant habt, dass ich überhaupt nicht wirklich bauen kann und so weiter. Und damit hat man so den Auftritt des britischen Philosophs Thomas Hobbes, der ja in seinem Buch Leviathan den Krieg aller gegen alle beschrieben hat. So, das ist so der Zustand auf der Baustelle, wenn alle sagen, nee, also ich war es nun mal garantiert nicht. Also ich hätte das alles richtig gemacht, wenn der Ochse da vorne nicht das gemacht hätte. Und das verschleißt Zeit. Das verschleißt in jedem Fall Geld und das verschleißt Emotionen. Bei so Projekten, die dann richtig schön entgleisen, ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Leute kündigen, bis hin zu in Depressionen verfallen und sonstiges so. Und dass das kein optimaler Zustand ist, denke ich mal, sind wir uns alle einig. Und dementsprechend ist der Ansatz dann, holistischer ranzugehen, zu sagen, okay, ich versuche frühzeitig den intendierten Kundennutzen innerhalb unserer Systeme, innerhalb hochindividuell konfigurierbarer Produkte abzufassen und habe damit automatisch Lösungen, wie ich es sinnvoll auch idealerweise parallelisiert dann bauen kann. Mit der eigenen Planung, der eigenen Planungskompetenz in allen Disziplinen im Hause. Also man kann gerne mit externen auch arbeiten, aber grundsätzlich haben wir die komplette Disziplin im Hause, aber eben auch der eigenen Fertigungskompetenz, der eigenen Produktionsstätten, der eigenen Montage, des eigenen Baumanagements bis hinein eben in die Übergabe. Das ist ja immer so ein ganz entscheidendes Momentum. Die Abnahme bezeichnen ja viele Leute so, oh, endlich ist es abgenommen und so weiter. Das ist aber völlig falsch. Nein, weil jetzt kommt doch 5 Jahre lang institutionalisierter Kundenkontakt. Und der Kunde hat ja nicht mit uns gerne gebaut, weil er Bauen so toll findet. Wir sind notwendiges Übel und die Nutzungsphase ist das eigentliche Momentum, was der Kunde genießen will. Sei es ein Parkraum, ein Arbeitsraum, ein Lagerraum, whatever. Und das heißt, wir müssen Champions der Nutzungsphase auch werden und uns betrachten als die Partner des Kunden mit dem fertigen Gebäude. Auch das ist so ein bisschen Twist of Mind zum Klassischen. Ich glaube, das hat so ein bisschen umrissen, was uns im Geschäftsmodell von der normalen Herangehensweise im Bauen vielleicht unterscheidet. Sehr cool. Ich sehe auch schon, hier hagelt es Kommentare. Super erklärt, vielen Dank. Wir haben auch noch Family Firms Rule. sehr gut. Die letzte Frage auf dem ganz hohen Level. Was ist die Vision? Wo geht die Reise hin, wenn wir unseren 74. Digital Sales Circle machen in 10 Jahren? Was ist die Firma Goldbeck dann? Ja, kann ich eigentlich mit meiner ersten Antwort so ein bisschen gleich schon wieder insofern ad acta legen, als dass ich sage, es ist mir egal, wenn ich diese beiden Komponenten, diese beiden Zutaten, nämlich gutes Geschäftsmodell, was sich mit der Technologie mitentwickelt, vielleicht hier und da sogar die Technologie selber prägt, auf der einen Seite und eben die Unternehmenskultur und den Umgang mit den Beteiligten entsprechend auf der anderen Seite entsprechend professionell, wenn wir das alles hintereinander kriegen, professionell und menschlich, dann folgt in 10 Jahren daraus, dass wir auf jeden Fall unsere Stellung und Position in Europa deutlich ausgeweitet haben und vermutlich sind wir so ab T+5 langsam dabei zu überlegen, wo sind denn vielleicht auch Länder außerhalb von Europa. Das tun wir jetzt explizit nicht, weil wir, wie gesagt, die Hauptaufgabe in den nächsten 10 Jahren ganz klar der Fokus auf Europa sein wird. Wir haben einige Produkte und das expliziert auch ganz genau, was wir alles nicht machen. Wenn ihr euch ein klassisches Bauunternehmen anguckt, dann geht da über Straßen und Brücken und Tunnel und Kläranlagen und Hochhäuser und whatever, hast du nicht gesehen, alles hat. Und ich habe tatsächlich mal jemanden kennengelernt von einer Baufirma, die es heute nicht mehr gibt, der sagte, wir kamen von dem Kraftwerksbau zurück und der Niederlassungsleiter sagte, okay, und jetzt dürft ihr ein Studentenwohnheim bauen. So, das ist vielleicht auch ein Kraftwerk in gewisser Weise, aber baulich durchaus anders, ja. So, wir haben uns wirklich komplett spezialisiert auf Hallen jedweder Couleur. Das macht so um die 50% bei uns aus. Und dann Büros und dann Schulen. Schulen sind ähnlich wie Büros, aber nicht gänzlich gleich, weil da muss man schon sehr viele Spezifika und Regularien kennen. Mit Schulen ist so ein bisschen Bildungsgebäude auch noch, also Sporthallen, Kitas.
Parkhäuser und jetzt last but not least, das jüngste Kind ist eben Wohnen, Wohngebäude, wo wir gesagt haben, dieser Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, der wird die nächsten 2, 3 Dekaden relevant sein. Und eigentlich müssen wir mit unserer Herangehensweise hier eine sehr gute Lösung bringen, die A für den Markt interessant ist und B dann auch noch vielleicht eine Lösung zu einer sozial dringlichen Frage zusätzlich liefern kann. Das wäre dann so eine Win-Win-Situation. Cool, vielen Dank. Das heißt, das unterscheidet wahrscheinlich auch wirklich schon sehr etablierte und erfolgreiche Unternehmen von so einem Startup-Setup wie uns, dass ihr mit eurem Weg eigentlich schon extrem zufrieden seid und sagt, wenn ihr das so weiterführen könnt und diese 2 Grundprinzipien halten könnt, dass ihr gar nicht diese Vision braucht sozusagen, was das, weil das, was ihr jetzt tut, ihr schon eigentlich sehr zufrieden damit seid. Das ist grundsätzlich richtig, aber ich glaube, die aktuellen Technologien, also sei es mal angefangen, dass wir in 10 Jahren mal ernsthaftes BIM machen wollen. Es erzählt ja jeder, dass er das tut. Und das ist ja eigentlich alles immer absolut anmaßend das Fake, weil keiner ernsthaftes BIM macht in allen Dimensionen, so wie es eigentlich mal gedacht ist und wie es prinzipiell funktionieren kann, weil allein die Software-Tools noch nicht für den Day-to-Day-Use für einen ganz normalen Menschen so zur Verfügung stehen. Da gibt es immer mal Showcase-Modellierungen, wo wirklich expliziten, sehr detaillierten, tagesgenauen Zeitplan vielleicht ins Modell quälen willst oder eben auf der Kostenseite, wo du pragmatisch damit umgehst. So, aber da haben wir noch einen Riesenschritt zu tun. Und wenn wir das getan haben, dann können wir natürlich auch ganz viel Automatisierung auf der Baustelle mitnehmen. Das heißt, unser Ansatz muss in jedem Fall sein, dass wir in 10 Jahren wesentlich schneller und wesentlich günstiger sind. Cool, ich habe noch eine ganz schnelle Frage, und zwar hattest du vorhin erwähnt, also neben dem Bauen, was sie ja schon perfektioniert hat, ist natürlich das Betreiben des Gebäudes eigentlich das, worauf der Bauherr letztendlich scharf ist. Inwiefern wollt ihr euch bei der Gebäudebetreibung noch mit beteiligen? Das hatte ich gerade so ein bisschen rausgehört. Oder könnte das Plan von eurer Zukunft sein? Also erstmal wichtig, wir machen im Family Office, machen wir ein bisschen Immobilieninvestment. Darüber hinaus werden wir keine Developer werden, weil Developer sind unsere Kunden und wir wollen natürlich denen die Butter nicht vom Brot nehmen. Wenn man hier und da mal irgendwo ein Joint Venture macht, kann das mal sein aus so einer Perspektive, aber Developer wollen wir nicht werden. Gebäudebetrieb machen wir schon, und zwar auch seit mittlerweile über 20 Jahren. Wir haben Gebäudemanagement, Property Management Einheit, wir machen Parkhausbetrieb. Wissen wenige, dass wir inzwischen der 3. oder 4. größte Parkhausbetreiber in Deutschland geworden sind, weil wir einfach sagen, wir kennen und können und lieben Parkhäuser und wir lieben Gebäudebetrieb. Da ist so naheliegend, dass man dann den Schritt in Richtung Übernahme der Verantwortung für die Einnahmenseite in einem Parkhaus auch noch bringt dann. Dann haben wir noch öffentlich-private Partnerschaften, wo wir inzwischen über 40 Gebäude bewirtschaften, jeweils dann für 20, 25, 30 Jahre lang, wo wir komplett die Verantwortung für den Gebäudebetrieb haben. Für uns ist es jetzt so, dass wir versuchen, das mehr und mehr insofern zu verzahnen, als dass wir sagen, es gibt gewisse Grundleistungen rund um das Thema Wartung und Pflege, die normalerweise am Markt extern eingekauft werden, die wir automatisch bei unseren Gebäuden mitliefern. Weil wir dem Kunden einfach, weil wir unsere Gebäude kennen und wir diesen Nutzen auch günstig anbieten können. Und das wollen wir dann sozusagen als zusätzliche Serviceleistung dem Kunden einfach mit dazugeben, sodass wir einfach der kompetente Partner des Kunden über die komplette Lebenszyklusphase des Gebäudes werden. Weil wir natürlich auch ständig sehen, was kann ich in einem Gebäude verändern, was muss ich in einem Gebäude verändern, im Bereich Smart Building, Sensorik, datengesteuertes Steuern eines Gebäudes läuft ganz viel. Im Kontext von ESG/SDG-Kriterien, also Nachhaltigkeit im weitesten Sinne, gibt es immer wieder neue Anforderungen an Gebäude, kann ich auch Retrofit-Lösungen anbieten und irgendjemand muss es ja tun. Dann ist die Frage, wieso nicht wir, die wir die Gebäude per se am besten können, zu erkennen, zumindest mal so unsere eigenen in jedem Fall. Cool, dann auch nochmal eine Frage andocken. Du meintest vorhin, sozialer Wohnungsbau ist etwas, was ihr mittlerweile auch habt. Ist es etwas, was Sie jetzt mit Corona aus dem Zauberhut gezaubert habt oder hat das eine Vorbereitung vielleicht genau für Phasen wie jetzt Corona mitgebracht? Ja, also in der Terminologie sozialer Wohnungsbau ist ein Untersegment davon. Eigentlich ist das Thema kostengünstiges Wohnen. Also das ist so eine Kategorie darüber. Man kann es aber eben auch dann noch runterskalieren auf wirklich die klassischen sozial geförderten Themen. Das ist
Nee, das ist eine strategische Entscheidung vor 3, 4 Jahren gewesen, weil wir einfach gesehen haben, da ist ein großer Markt, da ist sehr viel, sehr traditionelle Herangehensweisen. Viele Kunden sind auf der öffentlichen Seite auch, ich sag mal, sehr IRR-resistent. Das heißt, die haben an der Stelle gar keine Beziehung zur Geschwindigkeit. Und das ist aber für die Gesellschaft gar nicht gut, weil ich habe ja gar keinen Vorteil davon, wenn ich zwischen Identifikation des Baulands und Fertigstellung 48 Monate habe, sondern es ist viel besser, wenn ich das Ganze in 12 bis 15 hinbekomme. Und prinzipiell haben wir da ja Lösungen dafür. Das geht ja alles. Und diese doch sehr stark systematisierbaren Anforderungen für kostengünstiges Wohnen können wir eben mit dieser Produktphilosophie gut abbilden. Es ist aber immer ein Akt, ne? Es gibt so viele Leute, die schon irgendwie ein System erfunden haben und das ganz toll beworben haben, was sie hier alles kann und wie nachhaltig es ist und dies und jenes und so weiter. Aber die Traktion kommt nicht auf der Straße. Das Ding funktioniert ja nur und hat ja nur für alle Seiten Mehrwert, wenn du wirklich auch ernsthaft Projekte machst. Und deswegen haben wir uns da gut vorbereitet, haben jetzt im ersten Jahr, im laufenden Geschäftsjahr, wenn wir so 100, 150 Millionen Auftragseingang in dem Segment machen, das ist schon für uns doch ein recht fulminanter Start dafür, dass wir uns da wirklich angenähert haben. Und jetzt ist es halt unsere Aufgabe an allen Stellen, sprich Ästhetik, Nachhaltigkeit, Kosten, Zeit, hier die Schrauben, die Systemschrauben besser zu stellen, um einfach jetzt in Anspruch haben, in so einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess von gut zu richtig gut bis hin zu ja, branchenprägend, brancheninnovationsvorantreibend sich zu entwickeln. Das ist immer ein Prozess. Das kommt nicht so vom Himmel gesegnet, sondern ist ein Ergebnis langwieriger, mühsamer Detailarbeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Projekte jetzt gerade mit Corona vielleicht weniger gefragt sind und dass so eine Diversifizierung da helfen kann. Inwiefern hat Corona euch jetzt betroffen und hat euch diese Entscheidung für den Wohnungsbau dort geholfen? Der Wohnungsbaumarkt ist sehr stabil. Von daher ist das eine Situation, der war vorher da und der ist jetzt noch genauso da. Und von daher sind wir einfach in einen großen, stabilen Markt reingekommen. Wir sehen ein paar ganz interessante Unterschiede zur Finanzkrise. In der Finanzkrise haben sich die internationalen institutionellen Investoren so reflexartig komplett zurückgezogen. Und der Mittelstand hat gesagt, ach, was interessiert das mit den Banken? Ich habe ohnehin keine Kredite. Also das ist, ich baue halt einfach mal mein Gebäude weiter, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen günstiger. Jetzt ist bei Corona genau andersrum. Das internationale Geld sagt, ich habe nach wie vor Anlagedruck und Geld ist billig und deswegen muss weiter in Immobilien auch investiert werden. Und der Mittelständler, dem ist das heutzutage sehr suspekt. Da kam natürlich noch vorbereitend, also krisenvorbereitend, verstärken noch mit hinzu, dass Maschinenbau und Automobilbranche, die ja klassische deutsche Mittelstandsdomänen sind, schon im Vorhinein ein bisschen angeknackst waren. Also da sieht man schon Marktverschiebung. Stark ist zurzeit der Markt für Online-Logistik, kann man sich vorstellen, nicht? Das ist eine triviale Aussage, merken wir aber überall. Und eben so ein bisschen dieses Technologiethema. Gerade wieder ein spannendes Gespräch mit einem Unternehmen, welches Wasserstoff in der Wasserstofftechnologie als deutsches Startup hier, sagen wir mal, neue Maßstäbe setzen möchte. Und dann der ja, Raketenmann aus Kalifornien, der beschäftigt uns ja auch beständig. Das ist auch nicht gänzlich unanstrengend, aber in diesem Bannstrahl der E-Mobility ist natürlich auch viel anderes gekommen. Wir bauen für das chinesische Unternehmen CATL in Thüringen eine große Batterieproduktion. Wir bauen für Drexelmeier in der Nähe von Dresden eine große Batterieproduktion. Dann haben wir noch was in der Nähe von Berlin, eine weitere Batterieproduktion. Also da passiert gerade viel auf diesem Sektor. In der Gesamtschau ist Corona für uns, für unser Geschäftsstand heute im laufenden Geschäftsjahr kein Nachteil. Also wir konnten glücklicherweise auch die Baustellen fortsetzen und werden auch im laufenden Jahr unser bestes Geschäftsjahr haben. Aber wir sind als Bau Spätzykliker, das heißt, es kann schon sein, dass gerade, ich würde sagen, gar nicht mal 2021, aber das 2022 ein bisschen sehr ruckelig wird für den Bauer. Aber das hängt sehr stark von der Erholung jetzt 2021 ab. Du hattest gerade Tesla angesprochen. Wie ist es da, so eine Fabrik zu bauen? Und hast du mal mit Elon ein Bierchen trinken dürfen?
Also, der kippt doch nur, oder? Wie war das in den Medien? Also, ich habe weder mit ihm gekifft noch Bier getrunken, aber ich habe ihn tatsächlich 2 Stunden lang getroffen auf seinem letzten Deutschlandbesuch. Ja, wo er sehr stark sachorientiert war, wo er sehr stark über das Produktionslayout nochmal reflektiert hat. Man merkt schon, also mein Learning aus diesem Gespräch war, dass er eben in der Lage ist, alles wieder in Frage zu stellen. Dass er wirklich immer wieder sagt, ich möchte keine plakativen, vorgefertigten Antworten und wie kann ich es ingenieurtechnisch irgendwas besser denken. Und das immer wieder und sehr penetrant nochmal reinzugehen, ist das denn so richtig? Ich glaube, das ist sehr, sehr anstrengend für die Mitarbeiter. Aber er hat es ja irgendwie geschafft, daraus Momentum zu schaffen, wo er wirklich Themen auf den Punkt gebracht hat, ein Geschäftsmodell in dieser seltsamen Verschachtelung der verschiedenen Firmen, die zumindest Stand heute vom Markt extrem gefeiert werden. Also muss man sagen, Respekt. Ich glaube, solche Companies, die gelingen auch nur, das sind halt Unicorns, ja, die gelingen halt nur once in a million sozusagen, weil die meisten, die mit einer ähnlichen Ambition gestartet sind oder starten, fahren halt vor der Wand, weil das ist schon everything's on speed there, ja, das ist schon, also man sieht es ja jetzt derzeit, Katerra in der Baubranche, ein großes Tesla-artiges Versuch, das Bauen so wie Tesla zu denken, der Michael Marx war ja auch ehemaliger CEO von Tesla und Stand heute ist es zumindest so, dass vor ein paar Monaten der Michael Marx als Gründungs-CEO mit dem Gründungsaufsichtsrat und Gesellschafter von Softbank freundlich gebeten worden sind, sich einen anderen Job zu suchen. Das heißt, so eitel Sonnenschein ist es vermutlich da nicht. Das ist halt mit ganz viel Geld auch High Risk an der Stelle. Das ist, macht uns als Deutschen ja immer Bauchschmerzen, weil wenn die sowieso einfach randomisiert auf so ein paar Technologieknöpfe drücken und sagen, funktioniert das? Och nö, aber Failure ist cool. Ich pivote mal, funktionieren die Knöpfe zusammen? Och nee, 100 Millionen auch nicht. Und dann drücke ich nochmal und irgendwann funktioniert es dann. Und dann hat man so die Weltformel für ein nächstes Mega-Unicorn. Davor, ich sag mal so, das ist schon eine Variante. Davor habe ich gewissen Respekt, dass das irgendwann mal passiert. Deswegen ist für uns umso wichtiger, dass wir da ganz wendig sind. Und deswegen hatten wir auch im Silicon Valley unsere Einheit gegründet, wo wir mal mit 3, 4 Leuten ständig vor Ort sind, um zu beobachten, was passiert denn da. Weil da schlagen ja nicht nur die Amerikaner auf, sondern die ganze Bauwelt hat da verschiedenste Innovation Hubs und dementsprechend ist man da schon ganz gut am Puls der Zeit. Wir wollen ja eigentlich über deutsche Innovation sprechen, aber da du auch das Tesla-Projekt angesprochen hattest, was unterscheidet das Projekt von anderen Projekten, in denen ihr drin seid? Und es wird ja viel darüber berichtet oder zumindest anfangs hieß es, jetzt wurde ja gerade irgendwie der Leiter ausgetauscht, aber anfangs hieß es ja, das geht so schnell voran wie eigentlich nichts, was man je gesehen hat. Was ist da anders als an anderen Baustellen und was könnte sich so ein Projekt wie der Berliner Flughafen davon abschauen? Also ich sag mal, gut, wenn bei Tesla jemand ausgetauscht wird, dann ist es eher Tagesgeschäft, als dass es irgendwas Ungewöhnliches ist. Das gehört zur Firmenkultur mit dazu. Evan war 6,5 Jahre in dem Laden, damit ist er schon ein Dinosaurier gewesen. Und irgendwann, das ist halt eben eine andere Unternehmenskultur. Bei uns wird das nicht passieren. Unsere Leute gucken immer noch mit großen Augen dann dahin, wie sowas dann überhaupt funktionieren kann. Es ist halt eben das Commitment zu einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ne? Also da einfach zu sagen, ich meine, am Ende kann jeder ganz, ganz schnell bauen. Wenn du sagst, ich habe ohne Ahnung, in welche Richtung ich es tun möchte und lasse mich dann frühzeitig auf die Gespräche ein. Wir haben denen gesagt, wenn ihr das und das so und so schnell machen wollt, dann solltet ihr es so machen. Und bitte diese Entscheidung, sonst können wir es nämlich nicht. Das Problem bei vielen Tech-Firmen, die in Deutschland bauen, also gerade angelsächsisch geprägt, ist, dass sie sagen, also eigentlich wollen wir jetzt anfangen und zwar schnell. Wir wissen nur noch nicht, womit. Und das geht dann so 2 Wochen weiter und dann sagen sie, wir müssen jetzt nochmal leider was ändern. Aber das heißt, wir wollen aber trotzdem eigentlich schneller fertig werden. Und diesen Dialog zu führen, das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber also dieses extreme Commitment for Speed und dann auch Entscheidungen zu treffen, so und so wird es gebaut und keinen langwierigen Planungsprozess vorauszuführen, war jetzt Stand heute, bis heute jetzt für unser Leistungsspektrum, was wir da in Berlin haben, auf jeden Fall so die Maßgabe dafür, schnell bauen zu können. Aber da trotzdem unter gewissen Rahmenbedingungen, wenn ein paar Themen im Vorhinein noch mehr auf den Punkt geklärt werden, hätten wir noch schneller bauen können. Okay, cool.
Mit Blick auf die Zeit, sollen wir noch uns dann auch nochmal Richtung, vielleicht, wenn wir über die Baustelle sprechen. Ich habe bei LinkedIn gesehen vor einigen Tagen, ihr habt euch so ein Boston Dynamics Hündchen angeschafft. Wie sieht eine Baustelle aus in 10 Jahren und wie viele Menschen laufen da noch rum? Ah, da werden noch viele Menschen rumlaufen. Also Roboter können ja nur Stand heute sinnvoll repetitive Tätigkeiten machen. Das wird sich vielleicht mal in den 20, 30 Jahren ändern, aber ich glaube nicht, dass in so einem doch sehr volatilen individuellen Umfeld, was jede Baustelle, egal wie produktisiert und systematisiert sie ist, immer bleiben wird, dass es dort über die nächsten 10, 20 Jahre noch genug Raum für Menschen hat. Aber es werden natürlich immer mehr Arbeiten auch robotertechnisch, ich will nicht sagen komplett ersetzt, aber ergänzt. Diese Hündchen sind momentan ja noch Spielerei, aber grundsätzlich sind sie ein integraler Bestandteil einer jeden Digitalisierungsstrategie, weil die Digitalisierung läuft ja so in verschiedenen Wellen. Der erste Punkt ist, du musst, eben hatte ich schon gesagt, ein stringentes, ganzheitliches, in allen Dimensionen korrektes und kohärentes BIM-Modell haben. Das ist der digitale, virtuelle Sollzustand. Und dann brauchst du natürlich irgendwann, um später auch Robotern etc. eine Anweisung zu geben und wirklich eine sehr granulare Traktion auf deinen Bauprozess zu haben, brauchst du genauso einen digitalen Ist-Zustand, also Scan-to-BIM in Real-Time. Und da sind natürlich Drohnen oder solche Hündchen oder whatever Realitätserkennungsmechanismen die Hilfsmittel, die am Ende enablen, dass du diesen 1 zu 1 real-time digitalen Ist-Zustand deiner Baustelle hast. Und damit weißt du natürlich ganz genau, wo du bist und kannst sehr frühzeitig gegensteuern. Das ist extrem hilfreich, weil du darüber eine enorme Transparenz reinbekommst in deinen Prozess und auch mit dem Kunden ständig sagst, Moment, wir sind hier. Es gibt Variante A, Variante B. Und wenn du dann noch ein bisschen freaky sein willst, dann sagst du so, pass mal auf, und meine KI sagt mir, wenn du jetzt gerade hier bist, dann ist in den meisten aller Fälle dies und jenes passiert. Willst du darauf schon predictive reagieren? Weil die Parameter vorhersagen so glaskugelmäßig, dass dies und jenes in Zukunft passieren kann. Du bist dann auf jeden Fall mal sensibilisiert. Jetzt sprechen wir hier von Roboterhunden. Gleichzeitig gilt die Bauindustrie als die größte Industrie, die sich bisher geschafft hat, den geringsten Grad der Digitalisierung anzueignen. Wo würdest du sagen, ist Digitalisierung in der Bauindustrie überfällig? Ja, das Problem ist eben, was jetzt uns unterscheidet, glaube ich, ganz einfach von Google etc., ist, dass wir uns ständig mit dieser ganz lästigen Realität, mit echtem Zeugs umgeben müssen. Das ist halt bei Plattformen nicht der Fall. Und die zweite Thematik ist dann, wenn ich mich vergleiche mit einer Industrieproduktionsfirma, Automobil oder whatever, dann haben die dort eine stationäre Umgebung, wo sie da mit ihrer Robotik digitale Prozesse, die vorher digital geplant waren, sind dann eben automatisiert industriell dann in der Fabrik abbilden kann. Das ist auf der Baustelle auch nicht der Fall. Das heißt, wir haben ziemlich nasty Rahmenbedingungen. Das ist auf der anderen Seite doch super, weil wir leben ja gerade in 2020 und for all the construction and PropTechs who are out there, wir sind. Jetzt ist dein Ton weg, jedenfalls für mich. Paul, ist es bei dir auch Glücklicherweise so langsam. Es ist doch toll, weil das gibt jetzt noch so viele Chancen. Ne? Also es ist alles wesentlich schwieriger, weil individueller, ich habe noch zu erledigen. Das Thema Modeling ist für mich kriegsentscheidend. Das hat aber sehr viel mit dem Planungsprozess und eigentlich meinem Bild zu tun. out there. Und da wir dazugehören, würde mich das wahnsinnig interessieren, was du in der Zeit gesagt hast. Okay, ja, ich habe gesagt, hört ihr mich jetzt wieder? Hört man mich jetzt wieder? Ja, okay, alles klar. Na, ich sagte, es ist doch toll, dass wir in einer so langsamen Branche sind, weil es gibt uns Chancen ohne Ende. Stell dir mal vor, du hast jetzt Bock, irgendwo die Idee, diese Vision, einen großen weltbeherrschenden Online-Retailer zu bauen. Das Thema gibt es aber leider schon, ja? Oder eine Suchmaschine. Das ist alles viel schwieriger jetzt gerade. So, das heißt, wir können jetzt an der Stelle immer, weil wir diese lästige Realität haben, uns dann daran messen und gucken, dass wir wirklich unsere Lösungen im graduellen Bereich finden. Also es gibt viele, die immer gleich nach der Weltformel streben,
Aber ich glaube, diese graduelle Lösung, die wirklich als MVP schon irgendwo Leuten hilft, die ist entscheidend besser als die Suche nach der Once-in-a-Lifetime-Weltformel. Ist das auch genau das, wonach ihr im Silicon Valley forscht? Ja, unbedingt. Also wir gucken, auf der einen Seite gibt es andere, die die Weltformel gefunden haben, wo wir uns dann jetzt schnell warm anziehen müssen und dann irgendwie entweder versuchen, ein Team abzumachen oder das zu kopieren. Nee, aber eigentlich das normale Prozedere ist da einfach, dass man sagt, okay, an welchen Stellen kommen coole Technologien jetzt gerade zum Tragen, die irgendeine Herausforderung besser lösen können als das, was es jetzt gibt. Günstiger, schneller, pragmatischer, häufig einfach auch so pragmatischer, ne? Das einfach cool und einfach funktioniert. Weil es gibt ja alle möglichen Lösungen. Ich will jetzt nicht über spezielle Companies sprechen, Software-Companies. Die haben riesen Software-Monstren geschaffen, die auch schön und gut sind, extrem teuer, aber eben so auf den Punkt für das normale Baugeschäft im normalen Baualltag eben keine pragmatische Lösung finden. Und da gibt es halt eben, es gibt ja immer so schöne Beispiele. Ich weiß nicht, ob in der Audience jemand ist von Enscape, wo ich sage, da sitzen ein paar Jungs aus Karlsruhe, die schmieden halt mal die perfekte Antwort für Autodesk, eben zu sagen, ich baue eine VR-Umgebung auf ein bestehendes Revit-Modell. Und es hat alle Voraussetzungen wären da gewesen, dass das Thema eine proprietäre Lösung von Autodesk wird. Und sie haben ja mit Autodesk Live auch eine Plattform oder einen Lösungsansatz dafür gehabt, der einfach nur extrem viel schlechter ist. Und das sollte einem immer wieder Mut machen zu sagen, wenn ich eine Detaillösung entsprechend auf den Punkt bringe, dann ist dieser Baumarkt weltweit so groß, dass man auch mit einer verhältnismäßig kleinen Lösung eine enorme Story schreiben kann. Spannend. Wir haben in der Zwischenzeit zahlreiche Fragen von Leuten aus dem Publikum gesammelt. Unter anderem eine davon ist wahrscheinlich in Inspiration an den coolen Vortrag von Hubert Romberg heute Morgen. Wie nachhaltig baut Goldbeck in 10 Jahren? Erstmal ist das Grundsatzproblem, was sich die meisten nicht gestellt haben, die Frage, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit? Der erste Schritt jetzt, den wir auch gerade wiederum in Zusammenarbeit mit einem, ja, extrem spannenden Startup gerade versuchen, ist, wie kriegt man letztendlich die Sustainable Development Goals so entsprechend gegriffen, dass ich eine Metrik entwickeln kann, die eine authentische Aussage zu dem Grad der Nachhaltigkeit geben kann. Und das am besten nicht in einem Ex-ante-Prozess, wie die aktuellen Zertifikate, der extrem mühsam und bürokratisch ist, sondern nachher real-time in Operations, aber alles berücksichtigend, also sprich die graue Energie bei den Herstellkosten etc., aber vor allen Dingen natürlich auch die faktische Lifecycle-Performance in einem Gebäude. Und wir sind gerade dabei, diese Metrik für uns zu entwickeln, wollen die natürlich dann prägend entsprechend in der Branche dafür werben, dass sie dann auch anerkannt wird. Und dann kannst du darauf einen guten KVP ansetzen. Wir haben jetzt zum Beispiel für uns gesagt, es gibt keine pauschale Aussage, ist jetzt Holz besonders cool. Das ist halt nicht per se cool, sondern es hat coole Aspekte. Und genauso gibt es andere Lösungen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt auf das Thema Parkhaus gucke, wir entwickeln gerade carbonfaserbewehrten Beton. Der ist für bewitterte Bauteile einfach mal ja zwischen 50-80% langlebiger als klassische Stahlfaser oder Stahlmatten bewährter Beton, und er ist, je nachdem wie man es ausformt, 20-30% dünner. Das heißt, man hat einen enormen Vorteil, was den CO2-Footprint bei solchen Themen angeht. Wenn ich dann noch sage, ich versuche eben über Hochofenschlacke etc. dann Zementanteile zu reduzieren, dann komme ich in eine ganz andere Game-Changing-Situation, was Beton angeht. Und das ist für uns gerade extrem spannend auf allen Belangen. Im Stahl ist ein enorm geiles Material zum Recyceln, Aluminium auch. Und wie kriegt man es wirklich Cradle to Cradle betrachtet und nicht irgendwie sowas Tummes wie zu sagen, irgendwie eine Tonne Holz spart mir so und so viel CO2, weil das muss ich wirklich auf den Lebenszyklus sehen. Und das ist wiederum eine Kernearbeit. Da geht es jetzt also nicht um irgendwelche Schlagworte und Marketingblasen und dies und jenes, sondern eine ganz mühsame Ingenieursarbeit, das rauszukriegen, was macht denn ein Gebäude über den Lebenszyklus und darüber hinaus, also Cradle to Cradle, denn wirklich nachhaltig.
Und ich denke, wir wollen auf jeden Fall prägend sein in diesem Bereich. Es ist unsere Aufgabe, das zu tun. Und gerade auch mit dieser Betonung auf die Nutzungsphase eines Gebäudes haben wir dann auch ganz andere Möglichkeiten als ein reines Unternehmen, was rein auf Bau fokussiert ist. Und davon abgesehen, 2023 haben wir gesagt, werden wir als Unternehmen CO2-neutral sein. Zunächst über das Aufstellen der Rahmenbedingungen, also sprich, wo sind wir eigentlich, wo sind unsere großen Verbrauchsstellen. Am Anfang dann, wenn ich diese Metrik habe, über eine Kompensation, aber das kann immer nur, muss und kann immer nur der Anfang sein, um dann in einen guten KVP reinzukommen, um natürlich ständig seinen faktischen Footprint zu verringern. Ich glaube, ja, wir sind richtig sprachlos, Jan-Henrik. Das hat wieder extrem viel Spaß gemacht und wir haben eine Menge gelernt. Wir sind nicht ansatzweise, ich glaube, wir können das auch gar nicht versuchen, dass wir alle Fragen und Kommentare noch durchgehen, weil da echt eine ganze Menge los war. Und in Anbetracht insbesondere deiner Zeit würde ich ja sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat uns extrem Spaß gemacht und wir sind sehr gespannt, das weiter zu mitzuverfolgen dürfen, welche Wege ihr da geht. Und ja, freut uns auf das nächste Gespräch.